Nachdem ich euch im zweiten Teil der Vorlesung mit den ganzen Weisheiten nur so überschüttet habe, soll es jetzt in diesem letzten Teil durchaus ein bisschen konkreter werden. Aber wir werden sehen, dass das, was wir jetzt an konkreteren Handlungsanweisungen besprechen, dass das viele der Sachen adressiert, die wir vorher als Weisheiten besprochen haben. Es soll in diesem Teil der Vorlesung um Smells und Refactorings gehen, aber wir fangen erstmal an, was meinen wir dann überhaupt mit Refactoring und warum wollen wir das machen? Dazu ist die Frage sozusagen, wie kommen wir zu simplen und aufgeräumten Quelltext, ja, simple and clean, sozusagen hier als Überschrift. Ja, wir haben ja schon vorher im ersten Teil der Vorlesung gemerkt, dass sozusagen komplex ist irgendwie schlecht. Und Grady Buch ist einer der Hauptköpfe hinter der Unified Modeling Language und hat sozusagen auch große Teile im Software Engineering beigetragen. Und von ihm kommt folgendes Statement: The function of good software is to make the complex appear to be simple. Und dieses Statement hat unweigerlich zwei Bedeutungsebenen. Das eine ist, für den Endanwender soll es natürlich möglichst einfach sein. Ja, der will eine Nachricht schicken an jemanden, das ist vielleicht eine Messenger-App, der will eine Nachricht schicken oder was aufnehmen und der will nicht zehnmal irgendwo klicken und der will nicht irgendwelche komplexen Zusammenhänge verstehen, sondern der will auf den Button drücken und schon geht's. Die zweite Form ist für die Entwickler selbst. Also das, was so entwickelt wird, die Entwicklung selbst, soll natürlich auch mit möglichst einfachen Mitteln verständlich sein. Wir wollen, dass auch möglichst viele Menschen überhaupt in der Lage sind, solche Software zu entwickeln. Und das geht nur dann, wenn die Software hinreichend einfach ist. Gut, das ist eine Sicht der Dinge. Eine andere Sicht kommt von Onkel Bob. Onkel Bob ist der Spitzname von Robert C. Martin. Robert C. Martin ist bekannt für das Buch Clean Code, aber auch für viele andere Sachen. Robert Martin hat viele Bücher geschrieben und die meisten davon im Bereich von agiler Softwareentwicklung. Und Onkel Bob hat in dem Buch Clean Code, was glaube ich, findet er allerdings, wenn er auf den Link, auf das Zitat klickt, hat die Pfadfinderregel aufgestellt, und zwar die Pfadfinderregel, wie sie in der Softwareentwicklung gelten sollte. Leave the campground cleaner than the way you found it. Und was ist wichtig? Klar, die Pfadfinder, ne, ich weiß nicht, wer das kennt oder schon mal gehört hat. Das sind so Gruppen, die treffen sich und die gehen raus in die Natur und die sind da vielleicht sogar mehrere Tage und nehmen sich Essen mit und ein Zelt. Und natürlich schlagen die irgendwo ihr Zelt auf und wenn sie den Zeltplatz wieder verlassen, dann ist die Regel der Pfadfinder, es muss danach sauberer sein als vorher. Wenn da vorher Müll lag, dann nimmt man den vielleicht sogar noch mit, aber es soll quasi nichts liegen bleiben. Und das Schöne ist, dass diese Metapher eigentlich so bildlich ist und dass man sich die so gut für die Software vorstellen kann. Warum? Naja, natürlich, ich bin irgendwo in einer Klasse, ich implementiere da irgendwas und wenn mir da irgendwas auffällt, wenn da irgendwie Müll rumliegt, wenn da irgendwas nicht gut ist, dann sollte ich das direkt beheben und wenn ich da fertig bin mit meinen Änderungen, spätestens dann sollte es mindestens genauso aufgeräumt aussehen wie vorher. Das bedeutet auch insbesondere, dass sowas wie eine Klasse wächst immer an und wird immer größer, dass das eigentlich nicht passieren kann nach der Regel. Also wenn man sagt, es soll aufgeräumt sein, es soll gut verständlich sein, dann kommt irgendwann der Punkt, eine Methode wird immer länger, eine Klasse wird immer länger und irgendwann überschreitet die Klasse oder die Methode den Punkt, wo sie noch leicht verständlich ist und ja, irgendwer muss diesen Job machen. Ja? Irgendwer muss es wieder verständlicher machen. Und deswegen, es soll mehr aufgeräumt sein, als ich es vorgefunden habe. Und nur dann funktioniert dieses System der Pfadfinder. Gut, jetzt aber zum Begriff Refactoring. Was ist die Motivation dahinter? Naja, wir haben mit Entwurfsmustern ja darüber gesprochen, wir wollen bestimmte Änderungen schon vorhersehen und wir wollen diese Änderungen, diese Erweiterungen leicht möglich machen. Tatsächlich hat sich gezeigt in der Praxis, dass es schwierig ist, zumindest alle Änderungen vorherzusehen.
Ja, ich hatte vorhin im ersten Teil der Vorlesung schon so ein Beispiel. Sagen wir, wir haben 100 Anforderungen, die ersten zwei implementiere ich, dann kenne ich die anderen Anforderungen auch schon. Ja? Das heißt, die zu antizipieren ist nicht so schwierig, aber natürlich weiß ich nicht, was in den ganzen nächsten Jahren noch kommt an Änderungen. Jetzt haben wir das Problem, wenn wir jetzt immer für alle möglichen Eventualitäten planen, dann haben wir Aufwand, der sich nicht lohnt, weil diese bestimmten Änderungen gar nicht in Wirklichkeit sich umsetzen. Ja? May not materialize. Und andersrum kann es sein, dass Sachen, die ich nicht antizipiert habe, tatsächlich passieren. Und deswegen ist sozusagen die Idee, die grundlegende Idee hinter Refactoring, wir wollen Änderungen so einfach wie möglich machen, einfach dadurch, dass wir konstant den Code refactoren und sauber halten. Ja? Also im Wesentlichen die Umsetzung der Pfadfinderregel, wir wollen, dass der Code eigentlich immer in einem guten Zustand ist und damit auch Änderungen immer leicht möglich sind, weil der Code in einem guten Zustand ist. Hier nochmal eine Definition für euch zum Lesen. Und da stecken mehrere Punkte drin. Ja? Also dieses Refactoring ist nichts, was man irgendwie einmal alle Jahr macht, sondern das ist was man parallel mitmacht. Ja? Also es wäre jetzt auch unrealistisch, dass die Pfadfinder hergehen und sagen, ja, wir campen heute da und morgen da und am Ende der Woche gehen wir noch einmal rum und sammeln nochmal all unser Müll auf. Und ich meine, diese Analogie, die macht das auch deutlich. Ich meine, in der Zwischenzeit will da auch jemand anders hin und dann hat er halt mit dem Müll zu tun. Ne? Gut, das ist das eine. Das andere ist, man macht das selbst dann, wenn man nicht direkten Nutzen davon hat. Was bedeutet das? Es gibt ja bestimmte Änderungen am Code, zum Beispiel ein Entwurfsmuster einführen, die ich mache, damit ich eine Änderung leichter machen kann. Aber selbst wenn ich diese Änderung jetzt nicht vorhabe, macht man es unter Umständen trotzdem, weil es den Code einfacher lesbar macht, den aktuellen Code. Gut, das heißt, das ist ein bisschen schwer zu fassen, aber wir werden es gleich nochmal an ein paar Beispielen sehen. Gut, hierzu auch nochmal ein Kommentar sozusagen, was hat das mit der Struktur der Software zu tun? Auch da würde ich euch wieder einen kurzen Moment zum Lesen geben. Ja, und hier ist immer dieser Begriff von Struktur. Wir haben über Struktur natürlich gesprochen, nämlich über Entwurfsmuster, wir haben über den Entwurf, wir haben auch über die Architektur gesprochen. Und das meint eben sowas wie, das sind aber auch Namen dieser strukturellen Einheiten, das durchaus relativ weit gefasst. Also alles, was wir als Struktur der Software ansehen können. Und jetzt ist es so, der eine oder andere hat vielleicht schon einen Teufelskreis daraus gelesen, dass die Änderungen, die ich mache, führen dazu, dass die Struktur schlechter wird. Zukünftige Änderungen werden schwieriger. Wenn ich die schwieriger umsetzen muss, wird die Struktur noch schlechter und das Ganze verstärkt sich immer weiter. Ja, bis wir irgendwann an einem Punkt sagen, wo wir sagen, also der Aufwand ist einfach zu hoch, diese kleine Änderung noch zu machen an dieser Software, und deswegen gibt es sozusagen auch, dass das Softwareprojekt eben eingestellt werden. Gut, und hier war auch eine Definition für Refactoring dabei. Also wir wollen die Struktur verbessern, die Lesbarkeit verbessern, damit wir eben dieser natürlichen Verschlechterung über die Zeit, damit wir dem entgegenwirken und die Software auch in Zukunft noch gut geändert werden kann. Jetzt in der Praxis gibt es da durchaus Probleme und auch hier würde ich euch erstmal kurz wieder lesen lassen und das dann kommentieren.
So, und die Frage ist eben, wann macht man jetzt dieses Refactoring? Ja, ich hatte es eben schon etwas überspitzt gesagt. Was ist jetzt, wenn die Pfadfinder das einfach am Ende der Woche machen? Oder was ist jetzt, wenn ich einfach sage, naja, ich habe jetzt so einen Zeitdruck hier, mein Kunde will jetzt die nächste Version möglichst zeitnah haben und ich mache das Refactoring hinterher, dann entwickelt man plötzlich ein Jahr und macht dann das Refactoring. Solche Situationen sollte man natürlich vermeiden. Die wird man nicht immer vermeiden können. Es wird immer mal Zeitdruck geben, wo man ja wenig Zeit dafür hat, sozusagen jetzt noch diese Verbesserungen vorzunehmen zusätzlich. Eigentlich muss man sich vor Augen führen, dass das ist ein bisschen wie beim Sprint und einem Marathon. Bei einem Sprint mag das gut funktionieren, dass ich eben sage, ich ziehe jetzt mal kurz durch und danach räume mir den Code auf. Aber wenn ich einen Marathon laufe, dann kann ich nicht genauso agieren wie beim Sprint. Ich kann nicht das gleiche Tempo laufen wie beim Sprint, weil dann kippe ich irgendwann um und habe es nicht geschafft. Ja, und das ist sozusagen ja auch eine wichtige Erkenntnis, die wir auch schon bei agilen Methoden diskutiert haben. Man muss ja auch gucken, dass die Entwickler auf dauerhaft sozusagen gut entwickeln können. Und an der Stelle ist sozusagen ein Hinweis, dass man sagt, naja, also da muss man den Druck reduzieren, weil nur dann, wenn diese Refactorings immer parallel laufen können, ist es nachhaltig und dann stirbt uns diese Software nicht irgendwann weg, weil wir sie gar nicht mehr warten können. Jetzt gibt es da auch wieder eine schöne Analogie. Ja? Wir haben jetzt schon eine Reihe Analogien gesehen, die uns helfen, das so ein bisschen zu sehen. Wir haben über Müll gesprochen und ähnliches. Und jetzt gibt es noch eine schöne Analogie und zwar die Kindererziehung. Ja, und so ein Kind, das Kindererziehung startet meist damit, dass man so ein Baby irgendwie hat, zumindest für die meisten Eltern. Und da ist es so, dass man sich am Anfang fragt, wie funktioniert das Ding eigentlich? Ja? Und ich habe damals eine Bedienungsanleitung geschenkt bekommen, in der beschrieben wurde, was man machen muss, wenn das Kind schreit. Eine der Sachen, was man machen muss, wenn das Kind schreit, ja, da muss man, gibt es so einen Maßnahmenkatalog, was man abarbeitet, hat das Kind Hunger, ist es müde, muss die Windel gewechselt werden? Das hat sich tatsächlich für mich als Fehler entpuppt, weil wegen der Windel hat es irgendwie nie geschrien. Das haben wir dann umsonst gemacht. Und da gibt es eine interessante Regel, und zwar Kent Beck ist einer der Großen in der agilen Softwareentwicklung und dessen Oma hat einen guten Ratschlag für uns, den ihr für Kindererziehung mitnehmen könnt. If it stinks, change it. So, das heißt, die Windel, ja, wann sollte man die wechseln? Die Windel sollte man wechseln, wenn sie stinkt. Und ansonsten brauchen wir die nicht wechseln. Ja? Das können wir machen, aber nur wenn sie stinkt, ist es sinnvoll. So, und was hat das jetzt mit der Softwareentwicklung zu tun? Naja, genau dieses Prinzip wollen wir jetzt übertragen. Oder genau dieses Prinzip haben Martin Fowler und Kent Beck sich zusammen überlegt, dass wir das übertragen wollen. Nämlich, wie erkenne ich jetzt eigentlich, wann Refactorings gemacht werden sollen? Und da gibt es die Analogie des Stinkens. Ja? Und es gibt vielleicht irgendwie Sachen, die stinken nur so ein bisschen, es gibt Sachen, die stinken mehr. Und dann konzentriert man sich erstmal auf die Sachen, die ganz doll stinken. Und was ich jetzt schaffen will in den nächsten paar Minuten, ist euch einen Geruchssinn zu verpassen. Ja, wir werden also ein bisschen versuchen, dass ihr so einen Geruchssinn entwickelt für Source Code und Sachen erkennen sollt in dem Source Code, die eben vielleicht nicht so gut laufen. Und im Anschluss sollte ich auch das selbst damit noch ein bisschen beschäftigen und diesen Geruchssinn sozusagen noch weiter schärfen. Wir we reden also über Gerüche und ab jetzt werde ich es nicht mehr übersetzen, sondern im Englischen ist es eben Smell. Und ein Smell ist eben ein Muster, eine Sache, die irgendwie auftauchen kann. Es gibt auch den Begriff Anti-Pattern im Vergleich zu Design-Pattern, ja, als Gegenstück dazu, oder eben den Begriff Smell, den Marty Fowler und Kevin Beck geprägt haben. Und hier ist einer dieser Smells. Ja. Ich möchte euch mal drei Smells stellvertretend vorstellen, weil ich glaube auch, dass man die anderen gut versteht, wenn man einmal das Prinzip dahinter verstanden hat. Mysterious Name, also ein mysteriöser Name. Auch hier würde ich euch kurz wieder lesen lassen. Ja, und hier ist ein ganz großer Unterschied. Ich meine, wir reden hier über Lesen, Lesen von Quelltext. Und da gibt es natürlich einen ganz großen Unterschied dazu, ob ich einen Roman lese, wo ich ganz gespannt bin, was jetzt, wie das aufgelöst wird, oder ob ich einen Detektivfilm oder ein Buch sozusagen lese,
wo ich wissen möchte, wer ist der Mörder, aber ich will es natürlich nicht sofort wissen. Das ist hier völlig anders. Wir wollen es alles sofort wissen. Wir wollen es möglichst einfach verständlich machen, weil das vermeidet Missverständnisse und das hilft sozusagen, Fehler von vornherein zu vermeiden, aber auch die Erweiterung überhaupt erst zu ermöglichen. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt eben mit diesen Namen? Und Namen verlieren sozusagen über die Zeit auch. Ändert sich ihre Bedeutung oder ändert sich der Code so doll, dass die Bedeutung vielleicht nicht mehr passt? Selbst wenn ich am Anfang den bestmöglichen Namen dafür gefunden habe, muss ich es vielleicht irgendwann anpassen, weil die Methode inzwischen was ganz anders macht. Dafür gibt es eine Reihe von Refactorings, die eben passen zu diesem Smell, nämlich das Umbenennen von Methoden oder Funktionen von Feldern oder Variablen. Das heißt, es gibt eine gewisse Kopplung zwischen eben diesen Smells, zwischen Sachen, die wir eben, wo wir sagen, das stinkt hier aber. Ja, ich habe hier eine Methode, die hat irgendwie einen Buchstaben und ich weiß nicht, was soll die Methode M jetzt sein. Das stinkt und es stinkt vielleicht noch mehr, wenn ich jetzt plötzlich einen deutschen Methodennamen lese in einem ansonsten englischen Quelltext. Und dann muss es eben umbenennen und dafür gibt es eben verschiedene Refactorings, die das eben für bestimmte Programmelemente machen können. Gut, ein anderes Beispiel ist ja, duplizierter Code. Es gibt auch noch den Begriff Code-Klon, dass man halt den Code an verschiedenen Stellen stehen hat. Auch da wieder kurz Zeit für euch, das nachzulesen. Ja, und das ist auch wieder der Punkt. Wir sehen wieder dieses, man muss Quelltext lesen, um ihn zu verstehen, und man muss ihn auch, wir müssen auch manchmal Quelltext ändern oder schreiben. Und in beiden Fällen sind Duplikate ein großes Problem. Also, mein ganz klar ist das, wenn ich jetzt irgendwie was ändere an diesem duplizierten Code, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ich das an allen Stellen ändern will, wo Duplikate stehen. Ich meine, Duplikate entstehen vor allem dadurch, dass man ja relativ leicht sagen kann, ich kopiere diesen Block. Ich füge den wieder ein und dann ändere ich ein paar Sachen noch ab. Oder ich möchte vielleicht auch Sachen wirklich an mehreren Stellen komplett identisch haben, dann wird es einfach nur kopiert. Und da gibt es verschiedene Stufen sozusagen, verschiedene Level, in denen es eben diese Code-Klone gibt oder diesen duplizierten Quelltext. Aber es ist nicht nur beim Schreiben ein Problem, sondern auch beim Lesen, weil wenn ich diesen Teil lese und verstehe, weiß ich ja noch nicht, dass der andere genau das Gleiche macht. Und nicht immer sehe ich die auf der gleichen Bildschirmseite sozusagen oder muss runterscrollen und sehe gar nicht, dass das das Gleiche macht. Ich muss also den gleichen Quelltext mehrmals verstehen. Was können wir da machen? Und das ist sozusagen nach dem Rename-Refactoring ist das eine der häufigsten Operationen, die man braucht, dass man sich eben überlegt, wie kann ich das, was jetzt dupliziert ist, in eine eigene Methode auslagern? Und das ist eine relativ einfache Geschichte, wenn ich einfach in einer Klasse oder sogar in einer Methode mehrfach irgendwie Code habe, mit integrierten Entwicklungsumgebungen, IDEs ist es relativ einfach. Ich markiere einfach die Zeilen und sage Extract Method und der erzeugt nicht nur eine Methode und übergibt die richtigen Parameter, sucht die richtigen Parameter raus und ich muss nur noch einen eigenen guten, geeigneten Namen finden, sondern er findet auch die anderen Vorkommen davon schon relativ smart, ja? Und guckt sozusagen, und auch die werden geeignet ersetzt. Das ist Extract Method Refactoring. Und jetzt gibt es besondere Situationen, die sind ein bisschen seltener, aber die passieren auch. Wenn ich eine Vererbungshierarchie habe, ich habe jetzt mehrere Objekte, mehrere Arten von Listen zum Beispiel oder mehrere Arten von Stacks. Und ich habe in mehreren dieser Subklassen im Prinzip die gleiche Implementierung. Dann kann ich ein Pull-up-Method-Refactoring machen. Ja, wenn ich die gleiche Methode an mehreren Stellen habe, dann schiebe ich die einfach nach oben und sage, dann hat die eben die Superklasse und sie muss eben nur einmal definiert werden. Das ist das Pull-up-Method-Refactoring. Ich verschiebe eine Methode von einer Subklasse zu einer Superklasse. Gut. Und der letzte Smell, den wir uns jetzt hier gemeinsam angucken wollen, sind lange Methoden und auch da wieder kurz Zeit zum Lesen für euch. Lange Methoden, das ist was, das hat eine der längsten Historien in der Softwaretechnik.
Weil ab dem Moment, wo man prozedurale Programmierung hatte, hatte man natürlich die Möglichkeit, beliebig lange Prozeduren zu bauen oder Funktionen. Und da hat man schon relativ früh erkannt, dass es schwierig ist, dass man die irgendwie unterteilen muss, dass man irgendwie Aufrufe braucht und dass man sozusagen Sachen weiter delegieren muss. Ich hatte das auch vorhin schon als Beispiel. Früher war es tatsächlich so, dass es einen Riesenaufwand gab für einen so einen Methodenaufruf. Und es ist auch immer noch so, und darauf kommen wir nochmal zurück in der Vorlesung zum Compilerbau, dass ein Methodenaufruf schon ein beträchtlicher Aufwand ist. Aber dass Compiler inzwischen so smart sind und teilweise die schlimmen Methodenaufrufe selbstständig entfernen können. Das heißt, dieses Argument zählt nicht mehr so richtig, und da sind wir auch wieder bei diesem Statement von vorhin. Erstmal korrekt machen, erstmal sauber machen und dann geht es irgendwann an die Performance und dann gucken wir, ob das wirklich was bringt, Methoden zu vermeiden. Und im Allgemeinen bringt es nichts. Na? In 99,99% der Fälle bringt es einfach nichts, auf den Methodenaufruf zu verzichten, sondern ganz im Gegenteil, wann machen wir das jetzt eigentlich? Wann machen wir so einen extra Methodenaufruf? Wann extrahieren wir eine neue Methode? Na, immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen noch was kommentieren. Ja, es gibt so einen Programmierstil mit relativ langen Methoden, wo man nochmal so Abschnitte macht, so mit Leerzeilen und über diese Blöcke dann nochmal schreibt, was macht dann dieser Block. Und das ist oft ein Indikator, wenn ihr sowas seht, dass eben dieser Kommentar eigentlich der Name von einer Methode werden sollte und der Block, der Quelltext, der da drunter steht, sollte eigentlich zum Methodenaufruf werden. Das geht nicht immer so einfach, aber das ist tatsächlich ein guter Punkt, wie man das machen kann. Und als ich in der ersten Firma 2003 gearbeitet habe, da haben wir tatsächlich noch so entwickelt. Ja? Da wurde einfach, da gab es riesig lange Methoden und das war auch okay, solange man immer so Kommentare zwischendurch eingebaut hat. Und da ist man aber inzwischen völlig von weg. Lieber kurze Methoden und so als Daumenrichtlinie sagt man so 7 Zeilen, ab 7 Zeilen zumindest nochmal drüber nachdenken. Beziehungsweise eben hier etwas fluffiger sozusagen, wenn man das Gefühl hat, ich müsste jetzt noch einen Kommentar reinschreiben, dann lieber in eine neue Methode auslagern. Gut, und wir kommen nochmal zu Onkel Bob, ja, jetzt zum zweiten Mal. Functions should do one thing, they should do it well, they should do it only. Und hier sind sozusagen die Begriffe Funktion und Methode sind jetzt hier synonym verwendet. Also eine Methode sollte wirklich nur eine Sache machen, die sollte sie gut können und es sollte wirklich nur diese eine Sache machen. Ja, und das führt auch dazu, wenn ich das schaffe, dass eine Methode quasi diese eine Sache, dieses eine Ding sozusagen erledigt, dann ist es auch leichter für einen Namen zu finden. Wenn ich feststelle, diese Methode macht eigentlich drei Sachen, dann komme ich zu einem riesig langen Methodennamen und dann sollte ich eigentlich eher darüber nachdenken, ob man diese Methode nochmal aufspalten sollte, ob man da vielleicht doch mehrere Methoden hat, die das Ganze repräsentieren. Und alle guten Dinge sind drei, deswegen jetzt das dritte Statement von Onkel Bob. So if you want to go fast, you want to get done quickly, if you want your code to be easy to write, make it easy to read. Und das ist eigentlich ein ganz entscheidender Punkt, den man sozusagen im Studium meist am Anfang noch nicht hat und den auch die meisten Studierende gar nicht mitbringen, wenn sie vorher schon mal ein bisschen was für sich programmiert haben. Der Punkt, dass das Lesen von Software, von Programmen eigentlich viel entscheidender ist als das Schreiben. Ich muss erst was lesen, bevor ich tatsächlich was schreiben kann. Und das ist jetzt vielleicht für euch auch keine Überraschung. Das ist tatsächlich überall so. Das hat jetzt nicht nur was mit Programmierung zu tun. Wenn man wissenschaftlich schreiben will, wenn man seinen Doktor machen will nach dem Masterstudium, dann muss man auch lesen, um schreiben zu können, um gute Sachen schreiben zu können. Und genauso ist es mit der Software auch, weil wenn ich mich mit dem Quelltext nicht auskenne, wenn ich da nicht genug drin gelesen habe, oder den ich leicht verstanden habe, dann mache ich Fehler und dann baue ich Fehler ein in die Software, die nachher sehr teuer werden können. Writing requires reading, das sozusagen als kurze Schlagzeile dazu hier etwas ausführlicher formuliert. Gut, und jetzt noch das Eagle'sche Gesetz oder Eagleson Law, wo ich leider nicht herausgefunden habe, um welchen Eagleson es sich handelt. Also wenn da jemand Hinweise hat, dann nehme ich die gerne an, dann gerne mich kontaktieren oder Kommentare schreiben. Any code of your own
that you haven't looked at for at least 6 months might as well have been written by someone else. Und das ist eigentlich ein interessanter Punkt, weil man könnte jetzt sagen, naja, wenn ich jetzt alleine so ein Projekt habe, ich weiß doch, was ich da gemacht habe. Aber tatsächlich bin ich schon öfter in diese Falle getappt, dass wenn man eben nach vielen Monaten erst drauf guckt, und ich meine, hier ist jetzt ganz konkret als 6 Monate genannt, wenn man nach einer hinreichend langen Zeit drauf guckt, dann könnte es auch sein, dass das jemand anders geschrieben hat, dann ist man zu weit weg davon, dann hat man zu viele andere Sachen inzwischen programmiert oder ähnliches, dass man sich nicht überall wieder mit zurechtfindet. In der Praxis ist es natürlich auch so, dass es selten gibt, den Code, der einfach 6 Monate rumliegt und dann sozusagen erst wieder von mir angefasst wird oder ich den erst wieder lese. Natürlich ist es auch oft in der Praxis so, dass sich Code auch stark weiterentwickelt. Das heißt, da hat man den Fall vielleicht gar nicht so. Aber es ist ein wichtiger Punkt dabei. Ich muss Quelltext immer so schreiben, dass andere den verstehen können, und manchmal bin ich das sogar selbst, der darauf angewiesen ist. Das ist sozusagen die Kernmessage davon. Ja, das sind die kleinen Entscheidungen eines Entwicklers, die eben dazu führen, dass man sagt, okay, das klappt jetzt ja gut oder es klappt nicht gut. Natürlich sitzt man immer wieder an dem Punkt, wo man sagt, ja gut, eigentlich müsste ich es jetzt so machen. Wie schlimm kann es denn sein? Und dann überfällt einen ein Dino, und natürlich passiert das in der Praxis nicht. Und natürlich hat man die Konsequenz nicht sofort, aber man hat sie später. Und das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, das im Hintergrund zu behalten. Und tatsächlich dieser Punkt Go-To ist eine der frühesten Sachen, was sozusagen in der Softwarewelt so passiert ist. 1968 war die NATO-Tagung zum Thema Software Engineering, bei der auch der Begriff Software Engineering geprägt wurde. Den gibt es erst seit da. Auf dieser Tagung war auch Edgar Dijkstra. Edgar Dijkstra ist Turing Award Winner. Und hat damals den folgenden Beitrag gehabt: Go-To-Statement considered harmful. Gut, Go-To-Statement, nehmen wir es mal ein bisschen auseinander. Das Go-To-Statement ist halt ein Sprungbefehl. Ja, ich kann im Assembler sagen, springe zur folgenden Stelle. Und das kann ich aber auch in Java sagen. Ich kann in Java einfach Markierungen machen, ich kann da Labels dran schreiben und kann sagen, wenn Folgendes passiert, springe da und dahin oder springe immer da und dahin. Was dadurch passiert, ist, dass der Quelltext sehr schwer verständlich wird, weil man den Kontrollfluss nicht sehen kann. Ja, der Kontrollfluss geht dann nicht einfach von oben nach unten, sondern der Kontrollfluss geht mal hoch und dann wieder runter, und dann gibt es irgendwelche Bedingungen. Und das hat er damals in der Arbeit 1968 eben ausgeführt und hat damit eine ganze Welle losgelöst. Eine ganze Welle von Papern, die in eine ähnliche Richtung gingen. Es gab dann dazu wissenschaftliche Arbeiten, die gesagt haben, Go-To-Statement confirmed harmful, und dann gab es andere Sachen, die man auch sozusagen als schlecht angesehen hat, bis hin zu dem Punkt Go-To-Statement considered harmful. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz der Titel, aber für ein anderes Sprachkonstrukt. Der Punkt ist, was hat das jetzt mit der Überschrift Spaghetti und Lasagne zu tun? Naja, diese Go-Tos führen zu dem sogenannten Spaghetti-Code. Ja, ich kann nicht einfach von oben nach unten sehen, was da passiert. Es sind keine Schleifen benutzt, oder es sind vielleicht Schleifen benutzt, aber trotzdem zu viele Sprungbefehle, als dass ich sehen könnte, wie der Code funktioniert. Und es ist so ein bisschen wie so ein, als würde man eine Schüssel reingucken mit Spaghetti, und es ist natürlich schwierig zu sehen, wo welche Nudel irgendwie lang geht. Jetzt ist es so, natürlich sind wir da jetzt irgendwie weit von weg, auch wenn heute man noch Spaghetti-Code schreiben kann in Java und das quasi noch eine gewisse Disziplin braucht, und in vielen anderen Programmiersprachen, haben wir heute ein anderes Problem, nämlich wir haben das Problem mit Lasagne. Das ist übrigens nicht Roberto Wortmann, zu dem habe ich leider nicht viel gefunden, sondern das ist ein Stück Lasagne. Und was hat Lasagne jetzt mit der Softwaretechnik zu tun? In the one and only true way, the object-oriented version of Spaghetti Code is of course Lasagna Code. Too many layers. Und ich meine, das ist natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt. Es ist schon so, dass wir mit Objektorientierung, mit prozeduraler Entwicklung viel von diesem Spaghetti Code tatsächlich vermeiden.
Aber wenn man programmiert und man sieht einen Stacktrace von 30, von 50 Methoden, dann kannst du es auch sein, dass das quasi das neue Problem wird, dass es einfach zu viele Indirektionsebenen gibt, zu viele Objekte, die sich gegenseitig aufrufen und man eben kaum noch versteht, was passiert. Und deswegen, wir wollen in der Softwaretechnik, sonst vielleicht gern, und vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen Hunger bekommen, sorry dafür, gibt es hier sozusagen Spaghetti und Lasagne im Restaurant gerne in der Softwaretechnik. Bitte beides nicht. Gut, das soll es dazu sein. Ihr habt jetzt über schlechte Gerüche gehört und über gute Gerüche und wir haben über Smells gesprochen oder ein anderer Begriff dafür ist auch Anti-Patterns. Ganz, ganz kurz zusammengefasst, das sind Strukturen, die wir irgendwie vermeiden wollen. Beispiele dafür haben wir gesehen, mysteriöse Namen, die wir nicht zuordnen können, duplizierter Quelltext oder lange Methoden. Wir haben uns aber auch Refactorings angeguckt, die typischerweise darauf zugeschnitten sind, was zu verbessern, was eben in diesen Smells angegangen wird. Was wollen jetzt diese Refactorings machen? Naja, die wollen diese Strukturen aufräumen. Ja? Wir wollen das machen, was die Pfadfinder eben auf ihrem Campingplatz machen. Und das machen wir eben davor oder danach oder irgendwie während der Änderung. Ein ganz wichtiger Punkt noch, der auf der Folie nicht so gut rauskam. Martin Fowler ist ein starker Verfechter davon, dass man sagt, wann immer ich was entwickle, muss ich mich entscheiden, ob ich in dem Moment gerade ein Refactoring mache oder eine Änderung. Und auf den Punkt kommen wir nochmal zu sprechen, wenn es um Configuration Management, um Versionskontrolle geht. Auch da haben wir Beispiele gesehen, ein Rename Refactoring für whatever you name it, X. Wir können irgendwas umbenennen, wir können aber auch was extrahieren oder Methoden in eine Vererbungshierarchie nach oben schieben. Und auch da gibt es wieder eine Reihe zum Lesen. Die Kurzfassung zu Refactoring ist wirklich nur zwei Seiten von Ian Somerville. Und Martin Fowler hat ein ganzes Buch dazu, in dem man das nachlesen kann. Und Martin Fowlers Buch bietet sich jetzt auch an für folgende Aufgabe. Das Buch ist auch einfach verlinkt und ihr könnt darauf einfach zugreifen aus dem Uni-Netzwerk. Ihr sollt euch mal überlegen oder nachgucken, nachschlagen, welche anderen Smells gibt es und sollt mal ein Beispiel für einen solchen Smell geben. Und jemand von euren Kommilitonen soll für diesen Smell dann wiederum schreiben, was gibt es für Refactorings, die sich auf diesen Smell anwenden lassen. Ja, und da gibt es immer, das ist wirklich nicht viel Aufwand, guckt da einfach rein in das Buch von Martin Fowler, da gibt es einen Bereich zu Smells. Da werdet ihr auch sehen, da ist eine Beschreibung zu den ersten drei Smells drin, die ich hier schon besprochen habe. Da findet ihr weitere. Das ist meist so eine halbe Seite, eine Seite, auf der ein Smell beschrieben wird und die passenden Refactorings dazu. Und ich möchte aber das so ein bisschen trennen, dass das so ein bisschen auch miteinander interagiert, dass einer den Smell beschreibt und der andere das Refactoring, weil eigentlich sind es losgelöste Sachen. Die einzige Verbindung ist, dass ein Refactoring oder bestimmte Refactorings eben zu einem Smell passen und man den damit vermeiden kann. Damit sind wir durch für die heutige Vorlesung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eure vielen Einreichungen im Moodle. Das nächste Vorlesungsvideo kommt wieder in 2 Wochen. Bis dann!